Hallo und herzlich willkommen bei WindowsPod.de. Nachdem bekannt wurde, dass Microsoft immer dreister wird und Apps installiert ohne das Wissen des Users, wir haben darüber berichtet, sind nun vermehrt Berichte aufgetaucht, dass Microsoft auch über den Datei Explorer, über den Windows Explorer, also diesen hier, nun jetzt auch unerwünschte Werbung einblendet, um auf ihren eigenen Cloud-Dienst OneDrive aufmerksam zu machen. Ich finde das total dreist und nun möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Ganze deaktivieren können. Das Ganze ist ein wenig versteckt nämlich, aber wir zeigen Ihnen, wie das geht, damit Sie diese Werbung deaktivieren können. Dazu drücken Sie auf den Datei Explorer, dann klicken Sie hier oben auf Ansicht, dann auf Optionen, Ordner und Suchoptionen ändern. Der nächste Punkt ist hier Ansicht. Und nun sind Sie hier total versteckt. Natürlich, wer sollte hier auch drauf kommen? Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters anzeigen. Synchronisierungsanbieter ist ja nichts anderes als OneDrive, also die Cloud, wo ich das Ganze synchronisieren kann. Da machen wir einfach das Häkchen weg. Anschließend auf Übernehmen und auf OK. Und schon haben wir diese lästige Werbung deaktiviert. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr WindowsPod.de Team.